Ah, als Newcomer wollte ich mir in der Rap-Szene einen Weg bauen. Doch die Mehrheit davon würde ich am liebsten direkt wegbauen. Wenn ich mir am Text mal wieder nichts gecheckt hab, so einen Track kann ich entspannt in ein paar Minuten hinfetzen, nee, kein Problem. Meine Adlibs alleine haben mehr Inhalt als deine Texte, ich zeig dir, was Rap ist. Wenn ich so deinen Text liest, ist es verständlich, dass du oft krass machst und erzählst. Du bist alle einfach killen, noch selbst auf 3 Promille will ich das mehr als nur scheiße viel. Doch zu mir, ich hab die Eigenschaft, stepp ich auf die Bühne wieder ganz abmal. Einfach krass, ich bin weniger durchschaubar als du das beim Abmal. Verschärft man selbst wer, wie Money Boy, unter durchschnittlich. Wärst du trotzdem unterdurchschnittlich. Ich hab nen streng durchtakteten Arbeitsplan. Du kein Plan von Arbeit. Jede ultra starke Tarnstein ist halt 100-mal so nice wie eine ganze Runde von ihr Zeit. Doch mal ein Publikum mit deinem Rap in Googling. Ah, wait, kannst du ja nicht. Es wird mal Zeit, die ganzen YouTuber auseinanderzunehmen. Die denken, sie wären krass, doch sie brauchen ihr Einnahmen von 30 Videos nur für eine einzelne Mahlzeit. Mit euren Tracks habt ihr euch oft verfahren. Gegen mich laufen wie schon oft verfahren. Trotzdem werde ich gegen euch wie schon oft verfahren. Du denkst, du wärst immer krasser, doch ein Komma kommt davor. Ich schlag dich und du willst mich boxen, aber Komma kommt davor. Ihr seid von mir die Inverse, ich schreib mir die Gedanken in Verse. Das ist zwar kein Hardstyle, dennoch hab ein Rap-Hardstyle. Mal nicht cool, doch ihr individiert, Resultat nicht definiert. Zerstörung initiiert, Deutschrap hören lieber nicht. Von dem, was ihr sagt, ist nichts wahr. Ich schreite durchs Game und tu so, als wenn nichts war.